wichtigen Dinge, nicht? Wir streiten monatelang um den Diesel, weil ja das Weltklima gerettet wird, wenn die Dieselrentner in Hamburg einen Umweg fahren. Natürlich, so ein Quatsch, nicht? Da lobe ich mir die Schüler. Die haben Großes im Auge und ich finde es gut, wirklich. Politisiert euch. Ich meine es ernst. Ich finde es gut. Ich will nur sagen, die Zukunft liegt nicht im Hambacher Forst und nicht in der Vergangenheit. Und im Kleinen und im Aufhören und im Verhindern und im Abschalten. Nein, nein, die Zukunft sitzt nicht auf dem Fahrrad, sondern die sitzt in neuen Fortbewegungsmitteln, die wir heute noch gar nicht auf dem Schirm haben. Zukunft ist nicht vegan. Nicht? In der Zukunft wird es Fleisch geben aus dem Labor. Die Zukunft liegt nicht auf einem deutschen Bauernhof des 19. Jahrhunderts. Während der Rest der Welt die Zukunft baut, fordern wir mehr Lastenfahrräder. Wir sind Vergangenheit. Liebe Schüler, lasst diese Gestrigen hinter euch. Werdet nicht Schrebergärtner, sondern Ingenieure. Und wenn freitags Physik ist, dann geht da ruhig mal wieder hin. Denn die Erfinder werden die Welt retten, nicht die Verhinderer. Nicht die, die im Weg stehen, sondern die, die neue Wege bauen. Ja?